Der Berg ruft seine Menschen zusammen, streamen mit Werbern. Und wie ist es mit dem 9-Euro-Ticket? Das sind die News der Woche 23. Mit nur 2 Schläden eröffnet Florian Josef Jannik dieses Jahr die Bergkirchweih in Erlangen. Der Bergruf seit dem 2.6. bis zum 14.6. wieder für ein gemeinsames Treffen unter Bekannte, Freunde und Co. Ein Maß kostet aktuell ca. 11,50 Euro. Reichs am besten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln an. Weil es kaum Parkplatz zur Verfügung gibt. Wenn ihr trotzdem parken wollt, dann hinter dem Erlangen Bahnhof. Noch eine schöne Zeit auf der Bergkirchweih in Erlangen. Das 9-Euro-Ticket ist da. Meine Kollegin Annette Matz ist für uns auf den Test gegangen und beschreibt ein bisschen, wie sie es aktuell innerhalb von den ersten 5 Tagen das Ticket für sich selber sieht. Also für mich finde ich das 9-Euro-Ticket eine super Idee. Ich finde das noch viel besser, wenn es sogar kostenfrei für jeden wäre, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren. Aber das 9-Euro-Ticket ist schon mal eine gute Möglichkeit. Auch wenn es nicht kostenlos ist, steigen viele vom Fahrrad oder vom Auto auf die Bahn rüber auf den Zug. Für das 9-Euro-Ticket kann man quer durch das ganze Land fahren, was sehr cool ist. Man kann frei, also ich finde das super, frei fahren zu können, ohne zu gucken irgendwie, in welcher Zone bin ich jetzt und wie darf ich jetzt fahren und darf ich jetzt überhaupt fahren und wie müsste ich jetzt fahren, sondern dass ich einfach dann drauf losfahren kann. Das finde ich gut. In manchen Zügen ist es nicht nutzbar, das 9-Euro-Ticket, wie zum Beispiel ICE, EC oder Richtung Ausland, die sind nicht nutzbar. Aber wie wäre es am Sonntag? Weil wir dann Bedenken hatten, dass es sehr voll werden könnte. Wie es am Wochenende ist, haben wir jetzt nicht ganz so ausprobiert. Außer dass heute waren wir dann von Stade nach einmal Harburg und sind dann da und wieder dann zurück. Das war eigentlich auch nicht zu voll. Obwohl, das war dann wahrscheinlich schon voller als sonst vielleicht. Teilweise in Deutschland ist schon Überfüllung da und auch die Deutsche Bahn musste schon Züge räumen, laut Presse und Nachrichten. Aber auch nicht überall, sondern echt auch positive, wo relativ leer ist. Aber wie ist Ihr Bilanz? Aber ansonsten ist meine Bilanz, dass man recht gut fahren kann und ich das auch nicht zu voll erlebe. So, und dann kommen wir zum Streaming, den Netflix möchte noch dieses Jahr Werbung in ihren Programm einfügen. Um die Kosten zu decken, Netflix gibt einen Grund an, dass viele NutzerInnen weggehen und ihre Account mit Freunden, Family und Co. Teilen, weitergeben für ihre Freunde. Auch beim Account weitergeben testet Netflix aktuell ein Tool, womit da keine Kosten, wo Kostensache ist, um zu verhindern, oder wenn ihr
den Account teilt, da echt dann eine kleine Gebühr auf euch zukommen könnte. Echt gibt aktuell aber auch teilweise Schwierigkeiten, dich zu verstehen, und deswegen gehen auch viele von Netflix. Ja, das sind die News der Woche 23. Wir sehen uns in einer Woche hier wieder auf dem Kanal. Schönen Tag, macht gut, bleibt gesund. Ciao.